Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich heute mit euch über meine 4 Gegenstände sprechen, die ich mit auf die Insel zu Seven vs. Wild mitnehmen darf. Ich möchte euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen, was waren meine Gedanken, warum habe ich mich für den einen Gegenstand und gegen den anderen Gegenstand entschieden. Ich will einfach mal so ein bisschen teilhaben lassen und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr mitnehmen und was sind so eure Gedanken zu dem Thema. Ich würde sagen, wir gehen die Gegenstände nach und nach durch und ich werde auch später nochmal auf so ein paar Gegenstände eingehen, die ich nicht mitnehmen werde, ganz bewusst. Und zwar, der erste Gegenstand, den ich zu Seven vs. Wild auf die Insel nehmen möchte, ist ein, wer hätte es gedacht, ein Feuerstahl. Ich muss dazu sagen, ich habe die Gegenstände bereits abgegeben, deswegen kann ich sie euch physisch leider nicht mehr zeigen, bis auf einen einzigen, den ich ganz zum Schluss zeige. Ich werde euch aber ein Bild einblenden, welche Gegenstände ich mitnehmen werde. Und zwar, wie gesagt, ein Feuerstahl von Light My Fire. Ich habe mich extra dazu entschieden, einen Orangenen mitzunehmen, weil, ihr kennt mich, ich bin ein kleiner Tollpatsch, ich lasse alles überall liegen und wenn ich einen braunen Feuerstahl in einem grünen Boden, wo Erde und so weiter liegt, liegen lasse, dann finde ich das Ding nie wieder. Und am Ende des Tages stehe ich dann ohne Feuerstahl, ohne Feuer da. Wäre doof. Deswegen habe ich einen knallorangenen Feuerstahl genommen. Warum überhaupt einen Feuerstahl? Ich finde persönlich Feuer sehr, sehr wichtig. Feuer gibt mir erstens Wärme, weil es kann schon sein, dass es auf der Insel nachts gerade ein bisschen kalt wird. Und ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man ja irgendwie vielleicht so ein paar Steine aufwärmen im Feuer und die dann vielleicht ans Shelter, unters Shelter, muss man mal sehen, legen, dass man einfach so ein bisschen gewärmt wird. Außerdem ist es halt für die Atmosphäre einfach das Beste, wenn man ein Feuer hat. Es bringt Gemütlichkeit, es bringt Sicherheit, es hält die Moskitos ab, es hält generell die Tiere ab. Und deshalb ist für mich ein Feuer eigentlich essentiell, auch wenn wir auf einer Insel sind, wo es wahrscheinlich 30 Grad tagsüber ist. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum Feuer wichtig ist, ist, um mir Wasser abzukochen. Ich hoffe, dass ich Plastikflaschen dort finde, womit ich mir eben einen kleinen Filter bauen kann. Das bedeutet aber, dass das Wasser dann immer noch nicht desinfiziert ist. Das heißt, bestimmte Keime, Parasiten und so weiter sind halt trotzdem noch in dem Wasser. Deswegen möchte ich auf jeden Fall mein Wasser abkochen und dazu brauche ich ein Feuer. Wo wir, haha, auch schon beim nächsten Gegenstand sind, nämlich dem Topf. Ich werde einen Topf mitnehmen. Für was für einen Topf habe ich mich entschieden? Ich wollte zuallererst mich für einen ganz normalen Kochtopf entscheiden, den man in der Küche benutzt. Denn ich war nämlich ganz explizit auf der Suche nach einem Edelstahltopf, der aber einen konkaven bzw. konvexen Deckel hat, der also unten gebogen ist, weil ich das Thema Destillation gerne mal ausprobieren möchte. Das heißt, du kannst einen Topf nehmen, kannst innen drin ein kleines Gefäß stellen, kannst den Deckel umgedreht auf den Topf machen und wenn du dann das Salzwasser in dem Topf zum Kochen bringst und das in der Mitte so zusammenläuft, dann würde hier das Wasser abtropfen. Da man im Outdoor-Bereich so einen Topf nicht findet, hatte ich gehofft, dass man im normalen Kochhandel oder im normalen Kochtopf-Küchenhandel solche Kochtöpfe findet. Pustekuchen gibt es nicht. Es gibt entweder nur solche Töpfe mit Glasdeckel, was mir aber zu gefährlich ist, wo der Glasdeckel mir einfach zu sehr, zu schnell kaputt gehen könnte. Deshalb ja, habe ich mich letztendlich für diesen Topf entschieden. Ich blende es euch ein. Ganz imaginär halte ich jetzt hier diesen Topf, wie ihr seht. Das ist nämlich ein Topf, der aus Edelstahl ist. Der kann Feuer ab. Der hat wenigstens so ein bisschen so eine konkave oder konvexe Form. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Mal gucken, ob es letztendlich funktioniert oder nicht. Ich bin gespannt, aber ja, damit hatte ich einfach ein gutes Gefühl und deswegen habe ich mich für diesen Topf entschieden. Wo wir auch schon beim dritten Gegenstand sind, und zwar meinem Messer. Ich habe mich für das Messer von der lieben Anka entschieden. Das ist für mich ein kleiner Glücksbringer und ich bin sehr, sehr happy damit, dass sie mir ihr Messer überlassen hat. Ich wollte ursprünglich von der Firma Lion Steel dieses Messer hier mitnehmen, habe mich aber aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden, die ich euch jetzt einfach mal erklären möchte. Und zwar Punkt 1. Ich finde, dass dieses Messer einfach ultra, ultra schön ist. Wenn ich je in meinem Leben ein eigenes Messer rausbringen würde, dann würde das ungefähr so aussehen. Es hat eine dunkelbraune Lederscheide, top. Es hat einen Holzgriff,
Finde ich ziemlich cool. Es hat hier so ein goldenes Detail. Ich liebe Gold, Leute. Es liegt einfach richtig gut in der Hand, weil es hier vorne noch so eine kleine Einwölbung für den Finger hat. Es hat eine Spitze, womit man sehr gut einen Fisch zum Beispiel ausnehmen kann, weil die Spitze halt sehr, sehr spitz ist. Oder falls ich Bambus finden sollte, kann ich zum Bambussägen sehr gut ein Loch in den Boden reinmachen. Ich kann sehr gut schnitzen damit. Und was am Ende des Tages für mich besonders cool ist, was eigentlich kaum jemanden auffällt, es ist hier vorne so ein bisschen ballig geschnitten. Also es hat so eine Welle, eine ganz leichte. Also es ist hier an dem Punkt, ich hoffe, man erkennt es, es ist an dem Punkt ein bisschen schmaler als an diesem Punkt. Und dadurch kann man einfach richtig gut in das Holz reingehen. Und mit diesem Messer hier bin ich halt jedes Mal rausgerutscht aus dem Holz. Und damit konnte ich einfach richtig, richtig gut arbeiten. Ja, und deswegen, es ist halt ein kleiner Glücksbringer für mich. Ich hoffe, dass wenn ich traurig bin, und dann gucke ich mir einfach das Messer von meiner lieben Freundin an und hoffe, dass ich dann ein bisschen getröstet werde und dass es mir ein bisschen, ja, Trost spendet einfach. Ja, da bin ich sehr, sehr happy und danke, lieber Anke, dass du mir dein Messer überlässt. Und ich habe es beim Profi nochmal schleifen lassen. Das ist vorne jetzt ein bisschen ballig geschliffen. Das heißt, man kann es sehr, sehr gut auch selber nachschärfen. Und jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, warum nimmst du keine Machete mit? Warum nimmst du kein größeres Messer mit? Das hat folgenden Grund. Ihr wisst, ich bin ein kleiner Tollpatsch. Und desto größer das Messer, desto größer die Verletzungsgefahr. Ich hatte auch mir mal ein großes Messer bestellt. Das hatte, glaube ich, eine Klinge von 24 cm oder so. Ich fand es viel zu schwer. Ich fand es zu sperrig. Ich konnte damit nicht gut arbeiten. Und ich habe mir dann einfach mal so ein bisschen überlegt, was möchte ich überhaupt mit so einem Messer machen? Wozu brauche ich das? Vielleicht, um einen Fisch auszunehmen oder um vielleicht eine Krabbe zu töten. Kann ich mit diesem Messer sehr gut. Vielleicht möchte ich Holz betonen, damit ich Feuerholz machen kann. Ja, dafür wäre vielleicht ein großes Messer noch sinnvoll, wenn ich einen 20 cm großen Baumstamm spalten möchte. Ich habe aber einfach mal die Hoffnung, dass diese 12 cm reichen. Im Wald, wenn ich unterwegs bin, benutze ich ja auch nur solche normalen Messer von einer normalen Länge oder in Deutschland erlaubten Menge und es funktioniert. Dann kann es sein, dass ich vielleicht Schnüre durchschneiden möchte. Kann ich mit so einem Messer super gut machen. Dann kann es sein, dass ich schnitzen möchte. Kann ich hiermit optimal machen. Besser als mit einem großen Messer. Es liegt gut in der Hand, es sieht schön aus. Ich kann mich drauf verlassen. Ich habe es ausprobiert. Ich konnte super gut damit arbeiten. Und deshalb habe ich mich einfach für dieses Messer entschieden und bin auch sehr, sehr happy damit. Und jetzt schreibt mal bitte genau in diesem Moment in die Kommentare, was der vierte Gegenstand ist, für den ich mich entschieden habe. Genau jetzt schreibt's. Ich glaube, dass viele denken, dass ich mich für eine Hängematte, für ein Tarp oder für ein Moskitonetz entschieden habe, was aber nicht der Fall ist. Denn, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich für ein kleines Messer entschieden habe, ist, ich werde eine Säge mitnehmen. Ich habe mich für eine Säge entschieden, weil ich gerne viel bauen möchte. Und ich sag mal, ich habe als Frau nicht die gleiche Kraft, wie vielleicht ein durchtrainierter Kerl sie hat. Ich kann damit super gut irgendwelche Stämme auseinandersägen. Ich kann damit einen Bogen bauen. Ich kann damit Feuerholz machen. Und zwar ohne viel Kraftaufwand. Und das war für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall eine Säge mitnehmen, weil für mich ein Tarp, ein Moskitonetz, eine Hängematte, alles komplett sinnvoll und nachvollziehbar ist und wahrscheinlich auch mir das Leben auf der Insel erleichtern würde. Aber für mich ist Survival einfach genau das zu ersetzen. Klar, jetzt könnte man natürlich sagen, eine Säge ist vielleicht auch nicht so Survival-mäßig. Ich wollte es mir aber nicht zu einfach machen. Ich wollte, dass Seven vs. Wild oder diese ganze Dschungel-Survival-Geschichte, dass das für mich ein bisschen ein Leben außerhalb der Komfortzone ist. Ich wollte einfach mich extra in so eine Challenge bringen. Ich wollte es mir nicht zu leicht machen. Und deshalb habe ich mich gegen Moskitonetz, gegen Tarp und gegen Hängematte entschieden. Mhm.
spannend. Abschließend, warum habe ich mich für meine vier Gegenstände entschieden und gegen Tarp, Moskitonetz und Hängematte? Ich sag mal, mir ist bewusst, dass man mit Tarp und Moskitonetz mehr als nur Mücken abfangen kann oder einen guten Regenschutz hat. Ich weiß, dass man daraus eine Hängematte bauen kann, man kann daraus ein Fischernetz bauen und so weiter. Das sind aber für mich alles Projekte, die ich in anderer Form umsetzen möchte. Also ich möchte mir vielleicht selber eine Fischreuse bauen oder wie heißt das? Was zum Fischefangen bauen halt. Das sind für mich Projekte, die ich einfach anderweitig umsetzen möchte, damit ich auch einfach so ein bisschen was zu tun habe auf der Insel. Und ja, deshalb habe ich mich einfach dagegen entschieden, bin super happy mit den Gegenständen. Ich glaube letztendlich, man muss auch keine Wissenschaft daraus machen. Es muss einfach was sein, womit man sich gut fühlt, wo man merkt, das funktioniert für mich, die Gegenstände an sich funktionieren gut für mich. Und ob ich jetzt 20 cm habe oder 12 cm, alle lachen jetzt wieder, ist letztendlich gar nicht so wichtig, weil es kommt auf die Technik drauf an, Leute. Ihr wolltet es hören, ich weiß. Aber es ist so. Genau, deshalb habe ich mich letztendlich auch dazu entschieden. Und am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, es kommt weder auf die Gegenstände an, noch auf die 30 Millionen Tricks und Tipps, die man sich anhört und vorher durchliest. Es kommt auf das Mindset drauf an. Möchtest du da durchkommen? Bist du darauf eingestellt, dass du abbrichst oder bist du darauf eingestellt, dass du die 7 Tage durchhältst? Hast du ein Ziel vor Augen? Hast du etwas, womit du dich beschäftigen kannst? Hast du etwas, was dich motiviert? Kannst du dir das immer wieder vor Augen halten? Hast du eine hohe Frustrationsgrenze? Bist du lösungsorientiert? Und so weiter. Das sind alles Sachen, die letztendlich darüber entscheiden, ob man gewinnt oder verliert. Abgesehen natürlich von, mir fällt eine Kokosnuss auf den Kopf, ich ramm mir das Messer ins Bein, ich hack mir einen Finger ab oder ich werde von einer giftigen Wanderspinne gebissen oder ich finde nichts zu trinken. Das sind natürlich so Sachen, die kann man sehr schwer beeinflussen. Aber wie gesagt, letztendlich kommt es hier drauf an und nicht hierauf, nicht auf die Gegenstände. Und nicht auf die ganzen YouTube-Videos, die ich mir vorher angeguckt habe. Und damit hoffe ich, dass ich euch so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen konnte. Die Sachen sind jetzt gesetzt, es lässt sich jetzt eh nicht mehr ändern. Mich würde trotzdem mal interessieren, was ihr mitgenommen habt und ob ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, was ich mir dabei gedacht habe. Ich freue mich, euch in den Kommentaren zu sehen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, Sonntag, Montag, je nachdem, wann ihr dieses Video anguckt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Kameramann findet das Gimbal ganz toll.